Moin aus Ostfriesland und herzlich willkommen in Opas Hobbywerkstatt. In meinem letzten Video habe ich Ihnen über meine negativen Erfahrungen mit so einem Billighopper, einem Pelletaggregat aus China berichtet. Das konnte ich glücklicherweise inzwischen zurückschicken und hier steht der neue Pellethopper, diesmal von einem deutschen Händler gekauft. Obwohl man dazu sagen muss, auch die beziehen ihre Ware aus China, aber zumindest wird die Ware dann hier überprüft und die Qualität dieses Pellethoppers ist wesentlich besser. Das merkt man also auf den ersten Blick an dem Blech, was wesentlich stabiler ist. Das sieht man daran, dass die Elektronik hier wesentlich besser ist, das Steuergerät, hier sogar mit WLAN-Anbindung. Gut, ob ich meine Bratwurst smart mit Smart Home grillen muss, das weiß ich noch nicht, aber es ist zumindest vorhanden. Dann haben wir hier ein Sichtfenster, in dem man sehen kann, wie viele Pellets noch in dem ganzen Ding drin sind. Wenn Sie jetzt hier oben reinschauen würden, dann machen wir später noch, sehen Sie hier ein Gitterrost, sodass niemand oder auch ein Kind mit den Fingern da reinfassen kann und in die Förderschnecke hier des Pelletvortriebs kommt. Von wegen Förderschnecke, bei dem alten China Billigteil war diese Förderschnecke aus einem ungefähr 4-5 mm Schaldraht gebogen. Hier ist eine richtige Förderschnecke drin, also wesentlich stabiler und besser. Ja, so ein Pellethopper ist eigentlich viel zu schade, nur um so einen kleinen Smoker zu bedienen oder betreiben. Ich habe irgendwo gelesen, da schrieb einer von dem Pellethopper, es wäre eine eierlegende Wollmilchsau. Naja, das mag ein bisschen übertrieben sein, aber man kann tatsächlich smoken, räuchern, braten, backen und grillen. Und dafür ist eigentlich so eine kleine Tonne etwas unterdimensioniert. Daher habe ich beschlossen, dieses kleine Tönnchen hier landet auf dem Metallschrott und ich werde einen neuen Smoker, einen Smoker-Schrank bauen. Und davon gleich mehr. So, hier liegt schon der größte Teil des Materials, was ich für den Smokerschrank brauche. Was Ihnen wahrscheinlich auffällt, sind da hinten diese großen Bleche. Das sind sogenannte Gastronorm Ein-Einzelbleche. Warum irgendetwas erfinden, wenn man preiswert gutes Zubehör für so einen Smokerschrank im Internet bekommen kann? Hier einmal ein Lochblech, hier eine Fettauffangwanne und da links noch eingepackt ein Grillrost. Kosten zusammen gut 30 Euro, also viel besser und billiger, als wenn man es selber macht. Hier habe ich bereits die Vierkantrohre 25x25 zugeschnitten, die ich für das Gerüst oder den Rahmen des Smokers brauche. Ofenrohr ist da, eine Ofenrohrflansch und er soll ja später auch einigermaßen zu bewegen sein, also hier ein paar wunderschöne Griffe. Ja, was noch fehlt, sind die Bleche. Und zwar werde ich in diesem Falle in Edelstahlbleche nehmen, weil sie einfach nicht rosten und vielleicht auch, wenn man es sauber macht, besser sauber zu halten sind. Und von außen werde ich dann 2 mm Alublech nehmen. Das rostet nicht und es ist, weil der Smoker ja auch isoliert wird, haben wir da draußen keine große Hitzeeinwirkung. Und es ist leichter zu verarbeiten. Ja, das war's schon. Der nächste Schritt ist dann, dieses Gerüst erst einmal zusammenzuschweißen. Und dann kann man weitermachen und messen und ich nehme Sie auf die Reise zum Smokerschrank mit. So, das Grundgerüst für den Smokerschrank ist bereits fertig. Gut, ob die Schweißnähte besonders schön sind, das will ich jetzt gar nicht behaupten. Ich bin kein großer Schweißkünstler, aber Hauptsache es hält und ist gut miteinander verbunden. Jetzt kann ich die Abmaße genau nehmen und die Blechplatten für die Innenverkleidung und die Außenverkleidung bestellen. So, der Boden des Gerüstes für den Smokerschrank ist montiert. Was man hier nicht so ganz sieht oder vielleicht so deutlich sieht, er besteht aus 3 Teilen. Das hat keinen tieferen Grund, das waren einfach nur 3 Stücke Blech, die ich noch in der
Werkstatt liegen hatte und die keiner mehr braucht. Und die habe ich einfach zusammengelegt und drauf genietet. Als nächstes werden jetzt die Bleche ausgemessen, die innen reinkommen, und dann geht's weiter. Wie schon gesagt, wird dieser Smokerschrank doppelwandig ausgeführt. Das heißt, in die Hohlschicht zwischen äußerem und innerem Blech kommt eine Isoliermatte aus Mineralwolle. Damit hält dieser Smoker dann viel besser seine Temperatur und man kann nicht nur darin grillen, räuchern oder smoken, sondern auch backen oder braten. Zum Beispiel Pizza oder Flammkuchen. Der Rahmen für diesen Smokerschrank wurde aus 25 x 25 mm Vierkantrohren zusammengeschweißt. Die hier schon angefangene Innenverkleidung besteht aus 1 mm Edelstahlblech. Edelstahlblech lässt sich gut sauber halten, ist recht teuer und ich bereue es jetzt schon, dass ich es gekauft habe. Nicht weil der Preis so hoch war, sondern weil es einfach sich hundsmiserabel verarbeiten lässt. Es lässt sich nur sehr schwer bohren und biegen, also es ist einfacher mit normalem Stahlblech zu arbeiten. Könnte man hier drin auch ohne weiteres, denn später einmal durch den Rauch, durch die Fettausdünstungen, die ich der Sachlicht da drin mache, wird dieses Blech konserviert und kann dann auch nicht rosten. Ich hatte früher gesagt, ich wollte ihn von außen dann mit Alublech verkleiden. Diesen Gedanken habe ich auch verworfen, einfach aus dem Grunde, weil Alublech mir hier zu teuer war. Ich habe inzwischen verzinktes Blech bestellt und damit wird dann nach der Isolierung mit 25 mm Steinwolle das Ganze von außen mit Zinkblech verkleidet. Ja, gehen wir ans Werk. Ich kann Ihnen im Folgenden nicht jeden einzelnen Schritt erklären. Das soll auch keine Bauanleitung sein, sondern einfach nur ein Anreiz, eine Idee, wie Sie es machen können, wie Sie es selber machen können. Jeder hat irgendwie andere Materialien in der Werkstatt. Viele Wege führen nach Rom. Das ist mein Weg und ich hoffe, es wird ein schöner Smokerschrank. So, das ist der Rohbau des Smokerschrankes. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, warum Smokerschrank? Üblich sind eigentlich Tonnen. Stelle ich die Gegenfrage, warum eine Tonne und kein Schrank? Ich denke mal, das ist eine Historie gewachsen. Früher hat man aus alten Ölfenstern oder Tonnen diese Smoker gebaut und so ist das einfach in der Tradition haften geblieben. Dabei finde ich so einen Schrank viel praktischer. Und zwar aus folgenden Erwägungen. Erstens einmal, weil ich hier in Verbindung mit dem Pelletaggregat viel mehr machen kann. Das heißt also, ein einfacher Smoker ist einwandig. Dieser Smokerschrank ist doppelwandig. Er wird mit 25 mm Steinwolle isoliert. Hält also besser die Wärme und deswegen kann ich da drin auch backen. Vielleicht sogar Pizzen oder Flammkuchen. Das müssen wir ausprobieren. Zum anderen, ich habe das, glaube ich, im anderen Teil schon mal gesagt, werde ich hier sogenannte Gastronom-Einschübe gebrauchen. Das heißt, Bleche, Gastronom ein Einzel oder Roste, die Sie an jeder Straßenecke im Grunde genommen für billig Geld kaufen können. Das heißt, wenn hier einmal etwas drin kaputt geht, kann ich es für wenig Geld austauschen. Wenn der Smoker mal fertig ist, was hoffentlich in einigen Tagen soweit sein wird, wird er ungefähr ein Gewicht von 120 Kilo haben. Das heißt, ihn einfach so hin und her zu schleppen, ist nicht sinnvoll. Deswegen braucht er ein Untergestell und ich wollte nicht so ganz normale Beine machen oder so Stelzen, sondern man hat immer Dinge, die man unterbringen muss. Deswegen habe ich hier diesen Schrank gekauft. Der ist eigentlich ein Putzschrank, wie er in Hotels oder von Putzkolonnen verwandt wird. Den habe ich als B-Ware ganz günstig bei einer Firma Alpax erworben. Kostet gut 100 Euro. Trägt so ca. 150 Kilo und ist ideal dafür, den Smoker darauf zu setzen und ihn später damit zu transportieren. Ebenfalls rostfrei, also es kann nichts passieren, auch wenn er mal draußen steht. Besser und billiger, als wenn man selber irgendwie ein krummes und schiefes Gestell da zusammenbrutzelt. So ungefähr soll es mal aussehen. Jetzt erstmal nur eine Stellprobe. Hier an der Seite liegt dann natürlich der Pellethopper auf. Ja, es ist gut zu bewegen und zu fahren. Also eigentlich für den Preis das ideale Untergestell. Hier sind die abgekanteten und vorbereiteten Bleche für die Innenverkleidung. Wie gesagt, nochmal der Tipp, selbst wenn Sie kein Edelstahl nehmen, bohren Sie die Löcher, durch die später genietet werden muss oder geschraubt werden soll, vor. Sonst am Objekt ist es eine fürchterliche Quälerei und das geht meistens irgendwo schief.
Inzwischen habe ich die Bleche, die Edelstahlbleche für die Innenverkleidung abgekantet und die Löcher vorgebohrt. Edelstahl mag ein fantastisches Material sein, aber es wird niemals mein Freund. Es lässt sich miserabel abkanten und es lässt sich noch schlechter bohren. Ja, aber es ist eben pflegeleicht, es kann nicht rosten, also gut und schön. So, bis auf die letzte Wand ist es hier bereits fertig. Die will ich jetzt gerade einsetzen. So, ja, jetzt ist die Frage, die sich stellt, wie diese Wand befestigen. Ich habe in diesem Falle hier so kleine selbstbohrende Stahlschrauben gewählt. Natürlich kann man auch das Ganze gut nieten. Wie Sie das machen, das bleibt Ihnen überlassen. Was besser oder schlechter ist, kann ich auch nicht sagen. Nur ganz wichtig ist, versuchen Sie nicht größere Mengen mit so einer kleinen Handnietzange zu nieten. Dann haben Sie hinterher einen Tennisarm und nicht keinen Spaß mehr an Ihrem Smoker. Also so ein, wenn auch billiges, China-Teil ist da wesentlich besser und man kann toll mitarbeiten. Gut, fangen wir an. Ich habe mich also hierfür entschieden. So, ich glaube, ich muss Ihnen nicht zeigen, wie ich sämtliche Schrauben hier reindrehe. Das wird langsam uninteressant. Aber ich habe noch etwas anderes vorbereitet. Dafür muss ich gerade hier etwas Platz machen. Das hier war meine ursprüngliche Idee. Das sollte hier rein für die Einschübe der Gastrobleche. Ja, ich könnte jetzt tausend Gründe erfinden und sagen, warum das nicht gut war. Ich bin ganz ehrlich, ich habe schief zusammengeschweißt. Und da ich dann keinen Stahldraht mehr hatte oder keinen Edelstahlbügel mehr hatte, habe ich etwas Neues einfallen lassen. Also hier etwas für den Schrott. Hier ist das neue Gestell für die Gastrobleche. Auch mal verkehrt rum. Das sind die schon beschriebenen Einzel Gastronombleche. Die schieben Sie dann einfach hier rein. Hier zum Beispiel als Fettauffangpfanne oder wenn Sie drin grillen möchten, gibt es auch als Grillrost. So, was geschieht jetzt weiter? Die Isolierung kommt in die Zwischenräume hinein, die Außenplatten werden befestigt und dann kann letztlich der Smoker integriert werden. Und was noch fehlt, ist natürlich die Frontseite und die entsprechende Tür. Doch davon mehr. Später mehr. Entschuldigung, später mehr. Anprobe. Heute ist es hier wie beim Schneider. Nur, dass hier kein Rock gekürzt wird, sondern die Bleche angepasst. Heute Morgen ist auch der Pellethopper angekommen und die erste Stellprobe verläuft gut. Er passt gut rein, alles weitere später. Ja, im Hintergrund rauscht ein Rasenmäher, wie das in Ostfriesland so üblich ist. Hier rauscht das Klappern der Sprühdose, die Wände und hier in diesem Fall die Front werden natürlich vor dem Einbau schon mal mit feuerfester Farbe lackiert. Die Frontblende ist inzwischen auch fertig. Aus Gründen der Materialersparnis, um nicht so viel Abfall zu haben, habe ich sie aus 4 Stücken zusammengesetzt. Hier muss ich ein ganz großes Kompliment der Firma Laserbleche Online aussprechen, bei denen ich die Bleche bestellt habe. Sie sind absolut präzise auf 1/10 Millimeter genau geschnitten. Hervorragend. Auch der Preis passte. Also ich kann diesen Lieferanten nur empfehlen. Dauert zwar ein paar Tage oder bis 10 Tage. Aber ansonsten die Qualität
der Zuschnitte ist einwandfrei. Ja, was ist noch zu tun? Ein paar Bleche der Verkleidung müssen noch gebohrt werden. Dann muss die Isolierung noch in die Zwischenräume und wir können morgen den Smoker wahrscheinlich so fertigstellen. Der Smoker nimmt langsam Gestalt an. Nur noch dieses Außenblech muss befestigt werden, die Frontseite und das Dach. Und dann dürfte er eigentlich heute fertig werden. So, fangen wir an. Ich habe bereits die Löcher vorgebohrt mit 3 mm. Jetzt wird mit 5 mm nachgebohrt, da die Nieten einen Durchmesser von 5 mm haben. Um den Bohrer zu schonen, tippe ich ihn etwas in Bohröl ein, dann geht es gleich viel leichter. So, ich denke, da mein schöner Rücken und das Nieten nicht so interessant ist, brechen wir jetzt die Aufnahme hier ab und gleich geht es dann weiter. Video läuft. Okay. So, vorletztes Blech und zwar diesmal der Frontrahmen. Der ist etwas schwerer, der ist aus 3 mm Stahlblech. So. Ja, das sieht sehr gut aus. Sie passt. Jetzt brauchen wir so eine Festschrauben und dann kann der Pellethopper montiert werden. Nachdem Sie eben nur mal einen schönen Rücken konnte entzücken, jetzt einmal von vorn die letzten zwei Handgriffe an der Tür. Einmal ein Griff muss dran. Der stammt von einem alten Smoker, den ich ausgemustert habe. Sitz wackelt und hat Luft. So, und jetzt fehlt nur noch ein Thermometer. Braucht man eigentlich nicht, da die ganze Anlage ja digital gesteuert ist. Aber so ein schönes analoges Thermometer sieht halt nur schön aus.
Ja, ein bisschen gerade noch wäre ja schön. Müssen wir nochmal losmachen. Hat nicht so geklappt. So, einen Moment. So. Ja, das war's. Die Tür ist drin. Zwei Knebel sorgen dafür, dass sie zu bleibt. Und nun kann eigentlich die Vermählung vom Herrn Smokerschrank mit Frau Pellethopper vonstatten gehen. Bis gleich. Ist mit drauf gut? Ja, meine Damen und Herren, jetzt wird's feierlich. Und so frage ich hier den anwesenden Smokerschrank, möchtest du dich hier mit dem ebenfalls hier anwesenden Pellethopper vereinen und für lange Zeit herrliche Rippchen, Brisket, Pulled Pork und sonstige Räucherspezialitäten liefern, dann schicke ich jetzt ganz viel Rauch. Ein frommer Wunsch. Es wird nichts. Aber trotzdem werden wir jetzt den Pellethopper hier an dem Gerät montieren. Den Temperaturfühler habe ich bereits vorher schon montiert. Er kommt ungefähr in der Höhe, wo das Grillgut später liegt oder eingeschoben wird. So, nur noch festschrauben und dann kann der erste Versuch gestartet werden. Ein Fazit. Die Idee, einen Smokerschrank zu bauen, hat sich bewährt. Die verwendeten Gastronombehälter und Roste sind ideal für so einen Smoker. Auch die Idee, das erforderliche Wärmeleitblech über dem Feuertopf des Pellethoppers mit Schamottplatten zu belegen, funktioniert bestens. Damit wird der Smokerschrank zur perfekten Barbecue-Maschine. Grillen, braten, backen, zum Beispiel Pizza und Flammkuchen und natürlich smoken und räuchern sind möglich. Das alles klappt natürlich erst durch das Herzstück des Smokerschrankes, den Pellethopper. Dabei ist es wichtig, will man lange Spaß an seinem Smoker haben, einen qualitativ guten Pellethopper zu kaufen. Wie ich in meinem letzten Video berichtet hatte, bin ich mit so einem Billig-China-Hopper fürchterlich auf die Nase gefallen. Umso erfreulicher sind die Erfahrungen mit dem Hopper von Freestyle. In inzwischen über 20 Stunden Praxistest habe ich diverse Gerichte vom Roadkill-Chicken über Spare Ribs bis hin zum Pulled Pork zubereitet. Der Freestyle-Hopper arbeitet zuverlässig und hält die Temperatur sehr genau. Ja, meine Damen und Herren, ich habe so mittlerweile über 50 Jahre Grillerfahrung und kann, glaube ich, ein bisschen ein Urteil abgeben. Das Grillen mit einem Pellethopper ist eine der schönsten Dinge, die es gibt, weil man kann immer wieder die Temperatur reproduzieren. Man hat gleich gute Ergebnisse und es macht einfach Spaß damit. Kommen wir hier zu dem Freestyle Pellethopper. Ja, ich bin eigentlich von dem Gerät sehr begeistert. Er hat seine ersten 20 Betriebsstunden hinter sich, läuft einwandfrei. Was nicht ganz so toll ist, aber das kann der Hopper an sich nichts dafür, das ist die Steuerung per WLAN. Hier hat er eben mein Passwort vergessen und auch mein Kennwort. Ja, warum, wieso, weshalb kann ich nicht sagen. Neu eingegeben, funktioniert es. Es ist ein nettes Gadget, man muss es nicht haben. Man kann auch hier die ganze Geschichte manuell steuern. Aber der Pellethopper hier von Freestyle ist eine feine Sache und ich kann ihn nur empfehlen. Und jetzt wünsche ich Ihnen schon mal guten Appetit, wenn Sie Ihre ersten Braten oder Roadkill Chicken im Smoker haben.